VW zeigt den Caddy mit verbrauchsoptimierten Dieselmotor. Hinter der Bezeichnung Blue Motion verbirgt sich der bekannte 1,6 Liter Turbo-Diesel mit 102 PS und 250 Newtonmetern Drehmoment. Start-Stopp-Funktion, Leichtlaufreifen, aerodynamischer Feinschliff, Bremsenergierückgewinnung, eine 27 mm Tieferlegung und eine modifizierte Motorsteuerung. Die Wolfsburger packen die üblichen Sparmaßnahmen in ihren kleinen Familientransporter und versprechen damit gerade einmal 4,5 Liter Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer für die Transporter-Variante. Die Pkw-Version soll sich mit 4,6 Litern Diesel begnügen. Ein Berganfahrassistent und eine Geschwindigkeitsregelanlage gehören zur Serienausstattung. Zu haben ist der Sparcaddy mit kurzem Radstand in 4 Ausstattungsvarianten, vom Kastenwagen bis zur Pkw-Version als Trendline. Der Grundpreis für den Caddy Blue Motion als Kastenwagen beginnt bei 17.720 Euro netto. Für die Pkw-Version ruft VW mindestens 21.760 Euro auf.